Liebe Erlangerinnen und Erlanger, auch heute wieder ein kurzes Update. Erstes Thema Corona. Uns erreichen jetzt in letzter Zeit tatsächlich wieder verstärkt Fragen rund um das Thema Impfung. Deshalb bietet unser Impfzentrum jetzt eine spezielle Beratung an. Klicken Sie auf die Homepage, da finden Sie alle Informationen, nutzen Sie die auch. Und wenn Sie sich noch nicht ganz sicher sind, dann lassen Sie sich von mir sagen, die Impfung ist auf jeden Fall der richtige Weg, damit wir durch diese Pandemie auch hindurchkommen. Zweites großes Thema in der Stadt, und ich möchte Sie schon mal darauf vorbereiten, ab Mitte August beginnt eine große Baustelle an einer unserer Hauptverkehrsadern, nämlich der Kreuzungsbereich Äußere Brucker Straße, Paul-Gossen-Straße. Dort wird die Straße saniert, da werden diverse begleitende Baumaßnahmen durchgeführt. Auch da, alle Informationen gibt es im Internet. Merken Sie sich schon jetzt vor, das wird größere Verkehrseinschränkungen geben, Busumleitungen. Klicken Sie einfach mal rein, informieren Sie sich und vor allem denken Sie ab Mitte August dran, dass mancher gewohnter Weg in der Stadt im Moment nicht so zurücklegbar ist. Dann noch ein schönes Thema zum Abschluss. Am Sonntag ist Triathlon in Erlangen. Warum erwähne ich es? Zum einen, ich nehme dieses Mal selbst teil, nur in der Staffel und nur schwimmen, keine Sorge. Bin trotzdem sehr gespannt, aber warum erzähle ich es Ihnen? Weil auch da kommt es am Sonntag zu Verkehrseinschränkungen, weil es gibt eine Radstrecke, es gibt eine Laufstrecke und beides verläuft natürlich auch durch die Stadt. Und wenn die Sportlerinnen und Sportler unterwegs sind, dann werden an der einen oder anderen Stelle auch mal Straßen gesperrt, bis die Kolonne dann weitergezogen ist. In dem Sinne, schönes Wochenende und machen Sie es gut.